Kommandant, habt ihr etwas Zeit für mich? Ich bin eine Generalin und Politik ist nicht mein Fachgebiet, aber ich hatte gehofft, dass ihr Oberon bei seinem Versuch unterstützen würdet, die Homo-Ehe zu erlauben. Das ist eines meiner Hauptärgernisse. Leben und Leben lassen, sage ich. Warum entscheiden andere, wen jemand lieben darf? Das geht sie gar nichts an. Diese ganze Heuchelei wird irgendwann entlarvt, wisst ihr? Denkt zum Beispiel an den großen Echsenkünstler Della Gecko. Jeder weiß, dass er schwul ist, aber er musste eine Herzogstochter heiraten. Zwei Leben wurden zerstört durch diese sinnlose, angeblich moralischen Einwände. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist das Ganze einfach unzumutbar. Ihr klingt genau wie Falstaff, wusstet ihr das? Ihr sprecht vom Heiligen Bund und habt selbstständig Affären. Ja, das tun wohl alle. Versucht nicht, das abzustreiten. Warum versteht ihr nicht, dass ihr an einem uralten Mist festhaltet, der die Menschen unglücklich macht? Ich muss von diesem Schiff herunter. Es ist muffig und angestaubt. Ich besorge mir ein Kampfflugzeug und eine Flasche und gönne mir einen Luftkampf, als würde ich alte Zwerge wie Falstaff abschießen. Ich kann nicht glauben, dass ihr Oberons Antrag zunichte gemacht habt. Wie könnt ihr es zulassen, dass das Gesetz zwischen zwei Liebenden steht? Und dass Menschen stigmatisiert werden, für die Regierung nicht gleich sind? Das ist diskriminierend und belastet die Seele. Ich hab Durst und will Action. Wann geht es in den Kampf? Ich brauche dringend Ablenkung. Erinnert ihr euch, dass ich neulich den Künstler Della Gecko erwähnte? Brillant? Schwul? Ich habe noch ein Beispiel. Die untote Künstlerin Claudella, die leider vor kurzem an einer seltsamen Krankheit starb, die die Untoten manchmal heimsucht. Sie war eine hervorragende Künstlerin, verehrt von allen Untoten. Aber seitdem sie in ihrem letzten Willen enthüllte, dass sie eine lange körperliche Beziehung zu einer Frau hatte, die stets für ihre Schwester gehalten wurde, zerstört dieser Abschaum systematisch ihre Werke. Egal ob Bronze- oder Marmorarbeiten. Sie alle enden unter den Hämmern dieser Heuchler. Aber ihr könnt etwas dagegen tun, Kommandant. Beendet diesen Wahnsinn. Und wenn ihr es nicht tut, übertragt es mir und ich werde diese Vandalen erledigen. Wie bitte? Wie kann man eine diplomatische Affäre mit der totalen Vernichtung des Lebenswerks eines Künstlers vergleichen? Verdammt nochmal, ihr habt wohl den Verstand verloren! Claudella hat einmal eine Bronze von euch geschaffen. Einen fliegenden Drachen. Der wird auch zerstört werden, und das zu Recht. Alles weg. Alles kaputt. Nur meine Erinnerung. Claudella und ihre Werke sind eins. Tot, verschwunden, vergessen. Warum, Kommandant? Weswegen? Weil sie eine Frau geliebt hat und keinen Mann. Um eine diplomatische Affäre zu verhindern. Für nutzlose Götter und ihre nutzlosen Diener. Eine nutzlose Schande. Ja, ich bin betrunken und es gibt Dinge zu erinnern und zu vergessen. Alkohol erfüllt diesen Zweck. Was zum Teufel ist bloß mit Scarlett los? Erst verbringen wir ein paar nette Stunden miteinander und dann lässt sie mich einfach sitzen. Anscheinend hat sie sich den Kopf an der Tür gestoßen und steht seitdem plötzlich auf Frauen. Boah, keine Frau entscheidet sich von heute auf morgen gegen mich. Henry, dieses miese Großmaul, ich werde ihn mit einer Pinzette entmannen, wenn er seinen Mund nicht hält. Wir hatten nur ein wenig Spaß, wisst ihr? Einfach so, aber seitdem ich Schluss gemacht habe, erzählt er allen, dass ich auf Frauen stehe, weil das seine einzige Erklärung dafür ist, dass ich so einen echten Kerl abgewiesen habe. Dieses Schwein. Was fällt ihm? Wie? Aber ach, es bringt nichts. Warum sollte ich dem Drachen, dem Herrscher der Welten, etwas vormachen? Ich habe es nie jemandem erzählt, Kommandant. Aber es stimmt. Ich bin lesbisch. So, die Würfel sind gefallen. Mit 16 verliebte ich mich zum ersten Mal. Und zwar in ein Mädchen. Als meine Eltern das erfuhren, drohten sie mich zu enterben und schickten mich auf die Militärschule.
Sie schworen mir, nie mehr Liebe oder Zuneigung zu zeigen, wenn ich mich jemals wieder zu einer Frau hingezogen fühle. Seitdem muss ich mit diesem Geheimnis leben. Ich zwang mich dazu, mit Männern zu schlafen. Aber das waren nur vergebliche Versuche, verborgene und unerwiderte Bedürfnisse zu befriedigen. Mein Leben ist voller Lügen, damit kann ich umgehen. Aber ich will meine wahre Natur nicht vor mir hertragen und mich damit zum Gespött der Leute machen. Ich weiß jetzt, dass es immer so sein wird. Stille Wasser sind tief. Ich bin eine Generalin. Es ist zum Wohle des Reiches. Das Geheimnis bleibt in mir. Es bleibt meine Bürde. Mein Geheimnis muss gewahrt bleiben. Und darum werde ich jetzt schweigen. Mich sinnlos betrinken und einfach nur schweigen. Ich stehe zu euren Diensten. Es gibt kein Ich, es gibt nur das Reich. Befehlt, ich werde folgen. Ich bin unwichtig. Das Ich ist nur ein Schatten, den das Licht der Pflicht schluckt. Bereit fürs Vaterland zu sterben, Kommandant. Ziehen wir in den Kampf. Wir die Rädchen, ihr das Getriebe. Scarlet ist verrückt geworden. Total geistesgestört. Immer die Rebellin, das Flittchen. Und jetzt? Sie ist so steif wie ein Brett und bellt Befehle wie ein Oberst. Frauen, uns tät wie der Wind. Kommandant, ich habe ein dringendes Anliegen. Auch wenn es euer Wunsch ist, dass ich über Dinge wie diese Schweigen bewahre, muss ich euch etwas mitteilen. Prospera hat anonyme Briefe erhalten. Es geht um einen Elfenherzog namens Narkesem. Vielleicht habt ihr schon von ihm als Nekromantenjäger gehört, aber er hat es auch auf andere Beute abgesehen. Er lässt Unschuldige auf grausamste Weise hinrichten. Egal ob Männer, Frauen, Elfen, Echsen, für alle gilt, wer schwul ist, ganz gleich, ob tatsächlich oder nur mutmaßlich, wird sofort als Anhänger der verbotenen Magie denunziert und lebendig verbrannt, gekocht, gepfählt oder gevierteilt, was ihm gerade in den kranken Sinn kommt, Kommandant. Trotz seiner Untaten steht dieser Hexenjäger unter dem Schutz des Elfenadels. Denn seine Familie ist eine der ältesten und angesehensten im ganzen Reich. Oberon sammelt bereits eine große Menge Geld, um eure Blindheit zu erkaufen. Bitte, Kommandant, geht nicht auf dieses Angebot ein. Nein, niemals! Was, wenn die Briefe wahr sind? Ihr gebt diesem Bastard einen Freibrief für Mord und Gewalt. Oh, ihr zeigt euer wahres Gesicht, Kommandant. Der Herrscher mit dem Herz aus Stein. Seid verflucht. Hinfort, hinfort. Ihr seid nicht besser als unsere Feinde. Nehmt das Geld. Erfreut euch daran und erstickt daran. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Es treibt mich in den Wahnsinn, dass ihr euch von Oberon habt bestechen lassen und dieser Mörder unbeirrt weitermachen darf. Wenn ich seiner Gnade ausgeliefert wäre, würde ich keine erhalten. Und wenn er euch genug zahlt, liefert ihr mich aus, das ist klar. Ich kann nicht für jemanden arbeiten, dem das Leben anderer und der Seelenfrieden seiner Generalinnen so egal sind. Ich steige aus. Lasst mich gehen. Wenn man euch mit einem Diamanten ins Herz schneiden würde, würde der Diamant bluten. So sei es. Ich füge mich eurem Befehl und bleibe auf der Raven. Kämpfe für den Sieg des Reiches, aber bete für den Untergang des Herrschers. Und jetzt lasst mich gefälligst in Ruhe. Gebt mir einfach ein paar Befehle und fertig. Ich muss sofort jemanden töten, bevor ich es an euch auslasse. Gute Neuigkeiten, Kommandant. Die gute alte Skeletta ist wieder da. Es ist mir egal. Mir ist dieser ganze Mist jetzt egal. Niemand ist vollkommen glücklich, oder? Aber ich habe Whisky, der mich wärmt, und Typen wie Henry, die mich heiß machen. So ist es nun mal in dieser Welt und das ist in Ordnung. Ist mir egal.
Solange ich jeden Tag kämpfen kann und ich... ihr seht heute aber süß aus. Habt ihr etwas mit den Haaren gemacht? Ihr braucht manchmal eine Pause von eurer Frau, was? Völlig egal. Scarlett ist für euch da. Ist es windig draußen? Dieses Schiff schlingert aber ganz schön, was?